Wenn euch Bürger etwas wert sind, dann lasst das Spital offen. Spitalschließungen wecken Widerstand. Aber sie sind unausweichlich, sagen Experten und Politikerinnen. Bei jedem rund 10. Spital ist es sogar relativ prekär. Es wird zu Schließungen kommen, es wird zu Umwandlungen, neue ambulante Strukturen kommen in den nächsten Jahren. Ich bin überzeugt, dass da die kleinen Spitäler einfach keine Zukunft mehr haben. Die betroffenen Regionen fühlen sich im Stich gelassen. Die Gefahr ist, dass die Städte immer stärker werden, dass das Land letztlich unattraktiver wird. Hallo. Habt ihr Angst? Oh je. Wenn ein Spital schließt, machen sich viele Menschen Sorgen. Wenn einer einen Hirnschlägel hat oder eine Hirnblutung oder einen Herzstillstand, hat er von da hinten bis da vorne vielleicht nur etwa 20% Chance. Stimmt das wirklich? Und könnten denn die über 200 Schweizer Spitäler auch in Zukunft bestehen? Das ist finanziell nicht tragbar und vor allem auch, sie finden das Personal nicht. Selbst wenn sie jetzt einen Gönner hätten, sie können einfach nicht das qualifizierte Personal in jedem Dorf organisieren. Wären weniger Spitäler sogar besser für Patientinnen und Patienten? Die Versorgung wird anders, vernetzter, großräumiger und dann sogar besser als vorher. Das Spital Laufen muss schließen. Heute werden die letzten Patientinnen und Patienten in ein anderes Spital verlegt. Ich begriff es, als man die Ballungszentren hat für wirklich Schwerverletzte und Schwerkranke. Aber als man so ein Regionalspital einfach zumacht, und was einem doch so wohl ist. Hundertfünfzig Jahre lang hat das Spital Laufen Menschen behandelt. Diese Tradition endet heute. Die Geräte werden in die anderen beiden Spitäler des Kantons Basel-Land gebracht. Die Pflegefachleute werden umgeteilt. Ja, ist natürlich nicht so schön für mich persönlich. Ich bin im Gesamten fast 30 Jahre im Haus, also ich habe auch Herzblut in diesem Haus. Und es ist auch für die Patienten, tut es mir leid, auch für die vom Tal, die jetzt nicht mehr hierher kommen können. Ja, es wird fehlen, das Haus, das ist klar. Er setzt die Schließung des Spitals Laufen um. Norbert Schnitzler, Chef aller Basel-Bierter Kantonsspitäler. Medizin kann immer mehr und kann immer mehr auch in die Tiefe gehen, ist also wirklich sehr spezialisiert. Und für ein kleines Haus ist es dann immer schwieriger, die Breite von dieser Medizin abzudecken. Das heisst, da kommt man dann auch in den Konflikt zwischen wirklich auch ein gutes Angebot, wo man weiß, da geht man hin, da ist man gut versorgt. Versus auch, ist es wirklich der letzte Stand der Medizin, den wir wollen und müssen eigentlich auch anbieten. Laufen ist kein Einzelfall, sondern steht für eine schweizweite Entwicklung. Vor allem Regionalspitäler kommen unter Druck. Praktisch in allen Kantonen sind Spitalschließungen ein Thema. Egal, ob in ländlichen oder städtischen Regionen. Vielerorts gibt es konkrete Pläne für weitere Schließungen. Wenn ein Spital schließt, trifft das die ganze Region. Etwa das Laufental. Was fehlt den Menschen, wenn das Spital, so wie sie es kennen, nicht mehr da ist?
Sommer 2020. Wenige Monate bevor das Spital Laufen geschlossen wird. Einsatz bei einer 87-jährigen Patientin. Grüezi wohl, Rettungsdienst. Guten Tag. Guten Tag. Grüße. Bart ist mein Name. Bart? Wie der Schnauz, genau. Aber Bart, wie geht's Ihnen, Frau Bauer? Eben nicht gut. Nicht gut? Wegen, was ist passiert? Ich kann nicht aufstehen. Sie können nicht aufstehen? Ja, ja. Die Frau wohnt alleine zu Hause, unterstützt von der Spitex. Nun muss sie ins Spital für weitere Abklärungen. In welchem Spital werdet ihr denn behandelt, Frau Bauer? Das Laufen. Das Laufen im Spital, hä? Ja, ja. Wir würden sonst anrufen und fragen, ob das im Laufen möglich ist. Und sonst müssten wir halt Alternativen suchen, zu laufen. Aha. Wäre das auch in Ihrem Sinn? Ja, nein, aber ich möchte schon lieber zu laufen sein. Also, dann... Daheim ist daheim. Ja, natürlich, natürlich. Ja, da ist Dani vom Rettungsdienst. Schau. Können wir zu euch kommen, weil sie in allen Fall stationär wird? Oder müssen wir ein anderes Spital anfahren? Schön, ja. Also dann meinst du, dann geht es nicht. Gut, in dem Fall. Ciao. Das ist ja so, ja. Also, wir können grundsätzlich auf Laufen gehen, eine Erstuntersuchung machen. Wenn Sie aber dann im Spital müssen bleiben für ein, zwei, drei Tage, ja, müssen Sie verlegt werden in ein anderes Spital. Wollen Sie ins Bruderholzspital oder auf Dornach? Das sind die nächsten zwei Spitäle, die wir Ihnen empfehlen können. Ich kann ja niemanden besuchen und kennt niemanden. Das ist für Sie halt auch nochmal mehr ein Stress, als wenn wir jetzt auf Laufen würde gehen und dann sagt der Doktor, bleiben heisst, dann müssen neu in ein anderes Spital gehen, um zu übernachten. Ja, schon verstanden. Das ist Ihnen ein Risiko bewusst? Also, ja, ja. Und dann macht ihr trotzdem auf Laufen, gell, Sie? Ja. Also, dann machen wir das. Doch ist das sinnvoll? Die Spitex-Mitarbeiterin hat kein gutes Gefühl. Wenn Sie dort warten, gehen Sie doch direkt auf Dornach. Dornach ist ja was, 20 Minuten von hier. Ja. Hä? Ärgerlich, hä? Oh je. Ja, nur. Ja, machen Sie. Die wollen diese Luft durch. Ja. Also dann. Das ist gut. Die mir das empfehlen. Ja, ja, das finde ich besser. Was wir können machen. Die Rettungssanitäter fahren die Patientin weg von zu Hause. Weg von Laufen. Bis zum Spital Dornach sind es rund 16 Kilometer, 20 Minuten Autofahrt. Haben Sie Angst? Oh je. Viele Fragen tauchen auf. Kann ich wieder nach Hause? Oder muss ich ins Altersheim? Werde ich überhaupt wieder gesund? In solchen Situationen möchten viele Patientinnen und Patienten möglichst nahe von zu Hause sein. Ich finde es natürlich schade, weil die Patientin will in Laufen bleiben, sie will in ihrer Umgebung sein. Und ich weiss, dass sie in guten Händen, aber mir tut es für sie fast leid, sie ist weiter weg von daheim. Und es ist schwieriger, sie kann nicht mit ÖV fahren. Sie ist quasi angewiesen auf einen Transport, liegenden Transport, sitzenden Transport. Und das ist, ja, das tut mir persönlich, ist das schon, ich finde das, find das nicht witzig. Also, alles Gute, gell, Sie, machen Sie es gut. Adieu. Ah, super. Vielleicht reicht bitte. Das, aber ich habe keinen Hufer, die gekriegt. Viele Regionalspitäler sind unter Druck. Ein Grund? Ihnen geht das Geld aus. Er weiß warum. Philipp Sommer ist Gesundheitsökonom und berät Spitäler. Seit Jahren analysiert er die Finanzen der Branche. Für viele Spitäler geht die Rechnung nicht mehr auf. Vieles in der Medizin wird teurer. Doch die Patienteneinnahmen bleiben gleich oder sinken sogar. Deutlich mehr als die Hälfte der Schweizer Spitäler, also der Großteil der Schweizer Spitäler, verdient zu wenig, um ihre Investitionen zu zahlen. Bei jedem rund zehnten Spital ist es sogar relativ prekär.
Und wo die Eigenmittel, also das Kapital, das das Spital hat, nur noch ein paar wenige Jahre wird länger, um die Verluste zu decken, die die Spitäler machen. Und in so Fall muss entweder der Eigentümer mit Steuergeldern retten oder man schaut jetzt aktiv, wie kann man die Struktur anpassen. Es wird zu Schließungen kommen, es wird zu Umwandlungen, neue ambulante Strukturen kommen in den nächsten Jahren. Strukturwandel. Hier im St. Galler Rheintal heißt das, das Spital Altstetten soll schließen. Noch führen Chirurgen hier einfache Eingriffe durch. Das schätzen viele Menschen in der Region. Auch in den Hügeln oberhalb des Rheintals. Hier wohnt Walter Frey, ein passionierter Töffli-Restaurateur. Frey muss Gallensteine samt Gallenblase herausoperieren lassen. Für die Operation möchte er ins Regionalspital in Altstetten. Ich bin froh, dass das so nahe ist für mich. Das ist immerhin noch persönlich. Wie es halt im Rheintal ist, ob es jetzt ein Arzt ist oder ein Privater, man ist schnell per Du. Und das finde ich eigentlich schon noch sehr wichtig. Die Beziehung ist natürlich ganz anders. Man schaut dann halt nicht mehr so wie ein Arzt da, schon eher ja, wie ein Bekannter. Er erzählt mir es dann ganz anders. Weisst, es ist so und so. Und muss keine Angst haben und. Tag der Operation. 6 Uhr morgens. Walter Frey ist einer von rund 2000 Patienten, die in Altstetten pro Jahr operiert werden. Es ist ja nicht nur wegen mir, dass das Spital Altstetten eigentlich sollte bleiben. Weil es ist ja, geht ja um die ganze Region. Für alle Leute, wo der Weg halt viel länger wäre nachher. Bis ins Spital Altstetten sind es für ihn nur 10 Kilometer. So, komm abgefahren, sind wir schon gleich da. Und was anderes dann eben nicht so wäre, dann müsste man sicher noch fast eine halbe Stunde fahren. Gartine mit dem Köpfchen. Ist gut. Morgen, Doktor. Morgen. Walter Frey schätzt die familiäre Stimmung im Regionalspital. Er mag es, wenn ihm auf Augenhöhe begegnet wird. Und er mag seine Region. Dennoch, das Spital Altstetten muss wahrscheinlich schließen. Gleichzeitig mit mehreren Spitälern im Kanton St. Gallen. Die Regierung plant eine Radikalkur. Von den 9 öffentlichen Spitälern sollen 5 schließen. Übrig bliebe ein Gesundheitszentrum, eine Art Gemeinschaftspraxis mit einfacher Notfallstation. Betroffen sind Altstetten, Rorschach, Flawil und Wattwil. Der Entscheid zu Wallenstadt wird aufgeschoben. Für die betroffenen Regionen geht es um mehr als das Spital. Das Städtchen Altstetten zählt 12.000 Einwohner. Wenn das Spital weg ist, verliert der Ort an Attraktivität, befürchtet der Stadtpräsident Rudi Mattle. Jetzt mit der Anzuwagen. Hi, hi. Hallo. Es ist Herbst 2020, mitten in der politischen Debatte um die Spitalschließungen. Danke vielmals. Ciao. Merci. Der Kanton will weniger Regionalspitäler betreiben. Doch Mattle will sein Spital behalten. Nein, gerne weg. Einerseits geht es natürlich um eine wohnortsnahe Grundversorgung, Notfallversorgung, aber es geht auch darüber hinaus wirtschaftlich. Es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, es ist einer der grössten Arbeitgeber, die wir haben bei uns in Altstetten. Ein wichtiger Arbeitgeber und dann haben wir auch eine Wertschöpfung. Also das Spital kauft Brot bei der Bäckerei, kauft auch sonst Nahrungsmittel. Also auch die ganze Wertschöpfung, die hier in Altstetten, aber auch in der Region ist, die würde natürlich verloren gehen, wenn dann das Spital nicht mehr da wäre.
und noch 5 rote Pillen. Die Menschen beschäftigt, dass sie künftig nicht mehr im eigenen Städtchen ins Spital können. Also ich finde, wenn man etwas Schwerwiegendes hat, dann ist schon klar. Ganz dann muss man auf St. Gallen. Logisch, habe ich auch müssen nachher. Aber, und sie sind sehr freundlich, sie sind gerne nicht, aber du bist auf weiter Weg. Ja, und es ist ein Moloch, oder? Genau. Ja. Wünsche ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls, wieder schauen. Danke. Ja, wieder schauen. Regierungspräsident Bruno Dammann unterwegs zur entscheidenden Kantonsratsdebatte im September 2020. Ja, der heutige Tag ist sicher sehr wichtig, nicht für mich persönlich, sondern ich glaube für den ganzen Kanton St. Gallen, dass wir in der Spitalplanung vorwärts kommen und dass wir eine gute Gesundheitsversorgung haben. Im Sommer haben seine Regierungskollegen ihm die Aufgabe übertragen, die Spitalstrategie politisch durchzubringen. Ein heißes Eisen. Spitäler schließen ist unpopulär. Einem Regierungsrat, der sich dafür einsetzt, droht die Abwahl. Dammann scheint der richtige Mann zu sein. Er tritt bei der nächsten Wahl altersbedingt vermutlich nicht mehr an. Und? Der Mitte-Politiker hat als Arzt in medizinischen Fragen besondere Glaubwürdigkeit. Doch wieso will ein Arzt gleich mehrere Spitäler schließen? Es geht um Qualität, nicht unbedingt allein um Finanzen. Und Qualität in den kleinen Spitälern wird einfach immer schwieriger zu gewährleisten. Wir haben Fachpersonen, die wir zu wenig haben. Wir haben zu wenig Ärzte, wir haben aber auch zu wenig Pflegende, die in kleinen Spitälern noch arbeiten. Und das ist darum nötig, dass man die ganze Spitalstrategie umbaut. So wird er den ganzen Tag argumentieren. Ich hoffe, dass jetzt die Zeit reif ist und dass man jetzt auch spürt, dass es einfach die Distanzen nicht mehr so ein wichtiger Punkt sind. Hi, Andreas. Auch ein Parteikollege aus dem Kantonsrat reist an. Seit über 20 Jahren wird im Kanton über die Spitäler gestritten. Immer gehen die Emotionen hoch. Gut, jetzt gibt es eine kleine Demo, gell? Ja, ja. Bin auch gespannt, wie viele Leute das da gehen. Darum bin ich jetzt so früh dran. Aus Demonstrationen muss ich nicht bei denen durchlaufen. Zu reden gibt die Spitalstrategie auch, weil sie eine Kehrtwende ist. 2014 gab es ein wuchtiges Ja zu den Spitälern. Das St. Galler Stimmvolk bewilligte Kredite im Umfang von 930 Millionen Franken für Neubauten und Sanierungen. Es war auch ein Ja zu den Regionalspitälern. In Wattwil wurde daraufhin neu gebaut. Doch bereits bei der Einweihung war von Schließung die Rede. Das Hin und Her, unverständlich für viele. Der Gesundheitsökonom beobachtet in der ganzen Schweiz, dass Spitäler zuerst ausbauen, um im Wettkampf zu bestehen. Ihnen dann aber das Geld ausgeht. Die Absicht war eigentlich, dass die Spitäler untereinander im Wettbewerb, dass die erfolgreichen, sage ich mal, überleben, nachhaltig, oder? Und dass sich die anderen Strukturen konsolidieren, mit der Zeit in dem Sinn wegfallen. Und ich glaube, das kommt jetzt. Also was man sieht, ist, es hat eigentlich einen mehrjährigen Prozess gebraucht. Am Anfang ist das Aufrüsten gekommen. Und jetzt fängt der Wettbewerb, die positiven Vorteile des Wettbewerbs, an zu spielen. Und man sieht jetzt, dass die Branche jetzt eben, dass der Umbruch und eigentlich die Konsolidierung, sprich weniger Spitäler, dass das jetzt eintrifft. Den Widerstand der Bevölkerung gegen die Spitalschließungen bekommen die Politikerinnen und Politiker zu spüren. Auch heute in St. Gallen vor der Olmer Halle, wo der Kantonsrat Corona-bedingt tagt. Es ist, wir sind angewiesen auf das. Wenn euch Bürger etwas wert sind, dann lassen das Spital offen. Wir können nicht alle nur in die Städte verwiesen werden. Wir sind angewiesen auf das. Wir können nicht nur, wir müssen können, durch unsere Hausärzte, die dann, wenn ein Spital herum ist, bei uns auch sich niederlassen.
dass wir angemessene Wege haben, um ins Spital. Rudi Mattle, Stadtpräsident von Altstetten, sitzt im Kantonsrat in der Fraktion der Grünliberalen. Er tritt an, um sein Spital in Altstetten zu retten. Es zeigt natürlich, dass das Thema bewegt, dass das vor allem auch in den ländlichen Regionen bewegt. Und es zeigt, dass die heutige Debatte ganz, ganz wichtig ist. Wir machen heute Vorentscheide, die sehr langfristig werden. Schon vor der Debatte zeichnet sich ab, dass mehr Parteien als erwartet die Spitalschließungen unterstützen. Aber es gibt auch erbitterten Widerstand. Es wird eine harte Diskussion und ein langer Sessionstag. Regierungsrat Dammann greift immer wieder ein, um den Rat auf seine Linie zu bringen. Wir müssen die Qualität auch in der Zukunft sicherstellen. Wir könnten die Augen verschließen und in Zukunft Millionen an die Spitäler überweisen, doch damit wäre das Problem nicht gelöst. Jetzt müssen wir endlich Nägel mit Köpfen machen. In der Debatte geht es um Geld, Qualität und Regionen, die sich im Stich gelassen fühlen. Akutspitäler in den Regionen sind nicht einfach nur Kostentreiber. Die Spitäler in den Regionen sind lebenswichtig. Nicht nur für die Menschen dort, sondern auch für die Gemeinden, für die lokale Wirtschaft, für die Zulieferer, die Lieferanten, für die niedergelassenen Ärzte, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Spitalschließungen werden für die betroffenen Regionen verheerend sein. Aus finanziellen Überlegungen ist es nicht möglich, in allen Regionen Mehrspartenspitäler zu betreiben. Unsere Bevölkerung wird immer älter. Damit sind die Patientinnen und Patienten und insbesondere auch ihre Angehörigen auf kurze Wege angewiesen. Durch die Entwicklung der Medizin entsprechen die bisherigen dezentralen Landspitäler nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es muss manchmal, so leid es mir tut, auch etwas sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Die Politik diskutiert über die Zukunft der Regionalspitäler. Während im Regionalspital Altstetten noch operiert wird. Walter Frey wird jetzt die Gallenblase entfernt. Alles Gute, Herr Frey. Danke schön. Okay. Merci. In dieser Umgebung kann sich Walter Frey gut entspannen. Für die Narkose soll er sich einen angenehmen Traum überlegen. Wohin die Reise geht, entscheiden Sie. Wir passen gut auf Sie auf. Das ist super. Ich fühle mich gut aufgehoben. Immer nervös, nichts. Alles weg. Gallenblasenoperationen gehören zu den Eingriffen, die in Altstetten noch durchgeführt werden. Für den Chirurgen ist klar, dafür braucht es nicht unbedingt ein großes Spital. Ja, es ist ein Routineeingriff, auch für mich. Das gehört, das ist sozusagen das Handwerkszeug vom Allgemeinchirurgen. Das ist eine der häufigsten Operationen, die in der Allgemeinchirurgie vorkommen. Und ja, heute haben wir auch noch mal eine Gallenblase zu operieren. Ist das eine Operation, die Sie gut machen können, da in Altstädt, oder? Die ist eigentlich ganz hervorragend für dieses Spital, weil wir die entsprechende Logistik dafür haben. Das sehen wir ganz genau. Das Spital Altstetten habe alles, was es braucht, um diese Operation gut und sicher durchzuführen. Nach knapp einer Stunde sind Gallenblase und Gallensteine draußen. Die Operation ist gut gegangen, auch wenn es etwas schwieriger war als gedacht. Bleiben Sie noch liegen, ja? Hallo. Es war allerdings ein klein bisschen komplizierter, weil die Anzeichen der chronischen Entzündung in der Operation doch deutlich sichtbar waren. Aber im Grunde genommen, wir haben eine Stunde gebraucht, das war der Plan. Und das Ergebnis ist so, wie wir uns das vorstellen. Ich will wieder ein bisschen abbauen rein. Alles gut so. Trotzdem. Patienten wie Walter Frey sollen in Zukunft nicht mehr in Altstetten operiert werden. Dann kommt wieder
Die drohende Schließung beschäftigt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich hoffe auf Aspekt erhalten. Wie gesagt, für kleinere und mittlere Eingriffe wäre das ideale Spital. Man muss nicht lange warten, keine lange Wartezeit. Wir haben geniale Operateure da. Ja, und ich denke, das zählt. So ist alles gut gegangen, gell? Wie groß sind die von der Schmerzen? Keine? Gut, sehr gut. Erleichtert. Ich bin froh, dass er bei. Im Kantonsparlament stehen die entscheidenden Abstimmungen zu den Regionalspitälern bevor. Der letzte Trumpf von Rohr-Die-Mattle? Das Spital Altstetten in ein Zentrum für Altersmedizin umzufunktionieren und es so zu retten. Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident, geschätzte Mitglieder beider Räte. Qualität kann und darf man nicht nur anhand von Fallzahlen messen. Qualität ist, gerade für ältere Menschen, beispielsweise auch eine wohnortsnahe Grundversorgung, der Zugang zu Bezugspersonen und lokalen Institutionen oder die überschaubaren Strukturen. Der Regierungsrat kontert. Bei älteren Menschen drohten oft Komplikationen. Damit seien Regionalspitäler überfordert und die Patientinnen und Patienten müssten dann in einem großen Spital weiterbehandelt werden. Je älter ein Patient oder eine Patientin ist, desto mehr müssen Verlegungen vermieden werden. Einen solchen Weg für die Zukunft einzuschlagen, ist für mich schlicht unverantwortlich. Mattles Antrag wird von der SP und einzelnen Politikern anderer Parteien unterstützt. Reicht das? Wir stimmen jetzt ab. Der Antrag zur Rettung des Regionalspitals scheitert klar. Sie haben den Antrag mit 29 Ja gegenüber 84 Nein bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Auch für die anderen Regionalspitäler gab es Rettungsanträge. Auch diese scheitern deutlich. Ja, im Moment ist da natürlich eine rechte Enttäuschung rum. Ich glaube, wir hätten etwas können machen, wo zukunftsfähig wäre und vielleicht auch in anderen Kantonen nachher hätte können kopiert werden. Na, jetzt bin ich müde. Ja, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Regierungsrat Bruno Dammann bringt die Spitalschließungen locker durch. Vor einiger Zeit noch unvorstellbar. Ich rede wirklich als Mediziner aus Seele, weil ich über die Sache bin, dass wir zu viele Spitalbetten haben, dass wir zu viele Spitäler haben, dass wir grössere Einheiten machen müssen, weil wir müssen schauen, dass wir gute Fachpersonen bekommen, sei das in der Pflege, in der Therapie, aber auch als Mediziner, als Chefarzt, leitende Ärzte. Und da ist einfach die grössere Einheit das bessere Umfeld für die Leute. Die Mittepartei CVP war im Rat gespalten. Zum Wohl. Beim Umtrunk danach scheint sie versöhnt. Spitäler wie das in Altstetten schließen. Und das mitten in einer Pandemie? Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, sagt der Chef aller St. Galler Spitäler, Felix Sennhauser. Es braucht nicht so viele Spitäler, selbst um eine Pandemie kompetent können, zu bewältigen. Diese Erkenntnis hatte Sennhauser bereits in der ersten Corona-Welle. Er ist im Frühling 2020 unterwegs und schaut sich die St. Galler Spitäler an. Sennhauser trifft den Chef der drei Spitäler Grabs, Altstetten und Wahlenstadt, Stefan Lichtensteiger. Von diesen drei würden mit der neuen Strategie 2 geschlossen. Bleiben würde noch dieses Spital, das Spital Grabs. Schön, bist du da. Hast du es gut? Danke. Also, vielleicht zuerst noch die Frage, wenn wir jetzt bereits die Strategie umgesetzt hätten, Stefan, hättet ihr das alles in dem Spital abbewältigt? Wenn wir berücksichtigen, wie Grabs an der Säule ausgebaut werden nach der Strategie, hätten wir alles abbewältigen können. Also problemlos. Problemlos. Ich glaube, die Pandemiephase
hat auch der Strategieprozess in einem gewissen Maß bestätigt. Weil der Effektivmangel war nicht bei den Betten, nicht bei den Beatmungsgeräten, sondern schlussendlich im Personal. Das war der Engpass. Das Personal. Und damit wir in der Lage wären, 16 Beatmungsbetten zu betreiben, haben wir das Personal von der Anästhesie Altstädte und Wallenstadt in Grabs zentriert und haben nicht mehr operieren in Altstädte. In einer Pandemie müssen Spitäler möglichst effizient sein. Es brauche also weniger Spitäler, dafür größere. So können sie mehr Patientinnen und Patienten behandeln. Für die Spitalbetreiber hat auch die zweite, heftigere Corona-Welle die Schließungen nicht in Frage gestellt, sondern erst recht bestätigt. Im St. Galler Rheintal wird es also eine Umstrukturierung geben. Walter Frey wurden vor wenigen Stunden die Gallensteine herausoperiert. Frey fühlt sich wohl im Spital Altstetten. Dass es ein altes Gebäude mit kleinen Zimmern und einem sehr kleinen Fernseher ist, stört ihn nicht. Mir fehlt gar absolut nicht. Ich habe ja alles. Telefon, Fernseher, gutes Zimmer, schöne Aussicht. Ich komme alles über, was ich will. Was will ich noch mehr? Ein grösserer Fernseher. Ein grösserer Fernseher. Ja, okay. Das hat mir auch vielleicht noch für das Quatsch. Das ist ja nur für mich gesehen eine Notlösung. Walter Frey hat eines der besseren Zimmer. Mit WC und Dusche. Andere Patienten müssen das WC im Gang benutzen. Das Spital müsste viel Geld investieren. 2014 hatte das Stimmvolk dazu noch Ja gesagt. Zurück ins Baselbiet, nach Laufen. Hier ist das Spital seit kurzem geschlossen. Trotzdem kämpft eine Bürgerbewegung weiter für das Spital. In ihren Augen wurde das Laufental verraten. Als das Tal vor knapp 30 Jahren den Kanton wechselte und von Bern zu Basel-Land kam, habe man den Laufentalern den Erhalt des Spitals schriftlich versprochen. Josef Kueni hat lange als technischer Leiter im Spital gearbeitet und die Spitalgeschichte dokumentiert. Was bedeutet Ihnen das, das Archiv? Ja, das sind Unterlagen, dass man auch sagen kann, dass unsere Politiker uns Leben lang angelogen haben. Also seit der Kantonswechsel. Jetzt sammelt der Verein in Laufen Geld für eine Klage gegen den Kanton. Das Bundesgericht soll ihnen Recht geben. Das Spital sei nötig für die Region, sind viele Laufentaler überzeugt. Ich habe immer das Leben geredet, zu laufen im Spital. Und ich halte zu dem Spital. Wir brauchen das Spital. Und die Politiker, die sagen nein, die sollten mal in eine Situation kommen, wenn das Spital nicht mehr da ist. Was sind, können sie das Brüderholz, oder wenn sie mal hier durchfahren und es passiert etwas, dann müssen sie das Brüderholz. Und vielleicht längt es gar nicht mehr, wie hier, das Spital zu laufen nicht mehr ist. Das Spital Laufen war eines von drei Kantonsspitälern. Das Bruderholzspital und das Spital im Hauptort Liestal bleiben bestehen. Die Spitaldichte in der Region ist hoch. Mit den öffentlichen Spitälern von Basel-Stadt, Privatkliniken und dem Spital im solothurnischen Dornach. Laufen hat den Wettkampf der Spitäler verloren. Übrig bleibt ein ambulantes Zentrum. Das macht vielen Angst. Das nächste Spital wäre dann erst wieder das Bruderholz. Und man geht oben drüber auf Liestal. Und es ist einfach zu viel weiter weg. Vor allem die, die jetzt Roggenbog sind, wenn sie Herzinfarkt haben oder Hirnschlag, dann zählt jede Minute, oder? Ich will jetzt mal etwas sagen. Wenn einer einen Hirnschlag hat oder eine Hirnblutung oder einen Herzstillstand, hat er von da hinten bis da vorne vielleicht nur etwa 20% Chance. Und wenn einer in der Nähe von der Stadt wohnt, hat er also 80% Chance. Es geht um Menschen, die am Leben erhalten. Und das ist mir wichtig. Ist die medizinische Versorgung noch gewährleistet,
Wenn ein Regionalspital schließt, hat man schlechtere Chancen bei einem Herzinfarkt. Dauert die Fahrt in der Ambulanz vom Land ins Zentrumsspital zu lange? Unterwegs mit der Ambulanz in Laufen. Wenige Wochen vor der Schließung des Spitals. Notruf. Verdacht auf Herzinfarkt. Die Zeit läuft. Grüezi wohl. Bart ist mein Name. Grüezi. Die Patientin ist wach und ansprechbar. Doch das könnte sich plötzlich ändern. Für die Rettungssanitäter ist klar, sie könnte in einer lebensbedrohlichen Situation sein und muss genauer untersucht werden. In der Ambulanz. Diese ist nicht bloß Transportmittel, sondern quasi fahrende Notaufnahme. Im Moment denke ich, das ACS ist möglich. Hier erstellen die Sanitäter ein genaues EKG und sammeln verschiedene Daten über den Zustand der Patientin. 16,0, okay. Also dürfen wir gerne ein bisschen Flüssigkeit, geben. Ich denke sowieso, dass wir ein bisschen Flüssigkeit geben. 35er Atemfrequenz, das ist einfach sehr hoch. Das gefällt mir nicht so gut. Das ist okay. Die Daten der Patientin schicken die Rettungssanitäter zur Spezialistin im Kantonsspital Liestal. Hoi, das ist der Nathanael vom Rettungsdienst Laufen. Hoi, ich habe eine Patientin bei mir. Ich habe ihr ein EKG telemetriert von ihr. Sie besprechen das weitere Vorgehen und die Medikamente. Ja, ich würde jetzt 5000 Einheiten Heparin. Okay. 49. Die Therapie beginnt in der stehenden Ambulanz vor der Haustür. Ich gebe ihr jetzt mal 4 Liter Sauerstoff, vor allem auch bei dieser Atemfrequenz bei 36, das ist auch eine Ansage. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit Verdacht Lungenembolie auf Liestal und das zeitdringlich, wenn das okay, wenn du das mit mir einverstanden bist. Mit Sondersignal, ja. Gut, genau. Die Kardiologin vermutet einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie. Aber im Moment passt alles eher zu einer Lungenembolie. Habt ihr mitbekommen, was wir vermuten? Wir glauben, dass sie ein kleines Blutgrinsel in der Lunge haben. Ich gebe ihnen jetzt ziemlich viel Blutverdünner, gell? Das ist einfach, damit das Blutgrinsel nicht noch grösser wird, wo wir vermuten, dass es in der Lunge ist. Gell? Verstanden, wir fahren mit Sondersignal Liestal Notfallstation. Ja, verstanden. Während der Fahrt wird die Patientin überwacht. Sie atmet weiterhin außergewöhnlich schnell. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Körper irgendein Problem hat. Das heisst, da ist irgendetwas am Kompensieren im Moment. Sei es jetzt etwas an der Lunge oder am Herz. Aber das ist für uns wirklich ein Indiz, dass etwas nicht in der Ordnung ist. Die Patientin aus Laufen muss also so schnell wie möglich ins Spital. Für die Rettungssanitäter ist klar, es hat keinen Sinn, ins nahe Spital Laufen zu fahren. Es muss das weiter entfernte Spital Liestal sein. In Liestal haben wir die Möglichkeit, dass wenn es etwas am Herz wäre, dass man das sofort intervenieren kann. Oder entsprechend auch die Möglichkeit hätte, das Grinsel, falls es eins wäre, in der Lunge das zu lysieren, aufzulösen. Und diese Möglichkeit haben wir zum Beispiel im Kantonsspital in Laufen nicht. Die Zeit drängt auf der Fahrt ins Spital. Noch ist die Patientin stabil. Aber ihr Zustand könnte sich jederzeit verschlechtern. Von Laufen bis ins Spital Liestal sind es rund 30 Kilometer. Eine knappe halbe Stunde Fahrt. Ihre Beine ein bisschen auseinanderheben. Genau, da haben wir die Zuerstoffflasche hier gerade. Wie viele Liter eingestellt haben? 4 gerne. Knapp eine Stunde, nachdem der Alarm bei den Rettungssanitätern eingegangen ist, kommt die Patientin im Kantonsspital Liestal an. Gell, Sie? Ich bin. Sie ist im richtigen Spital, sie ist in guten Händen, die Diagnostik läuft. Wir werden jetzt in alle Richtungen untersuchen, was das sie genau hat. Und ich glaube, dass wir auch nicht mehr hätten können machen vor Ort, dass wir das maximale, die maximale Versorgung hier haben können bieten. Die Diagnose wird zeigen. Es war ein Herzinfarkt.
Hier im Kantonsspital Liestal wurde die 71-Jährige operiert. Sie erhielt einen sogenannten Stent. Das können nicht alle Spitäler, sondern nur Spitäler mit einem Herzkatheterlabor. Das Kantonsspital Liestal betreibt eines von über 30 Labors in der Schweiz. Diese sind eingerichtet, um via Katheter Untersuchungen zu machen und verschlossene Blutgefäße zu öffnen. Alltag für den leitenden Arzt Gregor Leib und Gut. Jeder Herzinfarktpatient müsse direkt in ein solches Labor gebracht werden. Und das ist dann auch nicht das eigene Spital oder das befreundete oder irgendein, sondern es ist das Spital, wo der Patient die kürzeste Zeit hat, um die Behandlung zu bekommen. Die Behandlung in solchen Herzkatheterlabors hat die Sterblichkeit bei Herzinfarkten in den letzten 20 Jahren gesenkt. Früher wurde zuerst medikamentös versucht, das Gerinnsel zu lösen. Heute wird beim Herzinfarkt schneller operiert. Müssten solche Operationen nicht auch in Laufen möglich sein, um die Sterblichkeit zu senken? Für eine professionelle Behandlung brauchen Sie halt ein voll ausgerüstetes Katheterlabor und das beinhaltet auch das Personal. Und das kann man nicht in jedem Dorf und in jedem Städtchen leisten. Das ist finanziell nicht tragbar und vor allem auch, sie finden das Personal nicht. Selbst wenn sie jetzt einen Gönner hätten, sie können einfach nicht das qualifizierte Personal in jedem Dorf organisieren. Und somit muss man halt schauen, was ist noch eine sichere Distanz, dass man einen Patienten ohne grösseren Schaden ans nächste Zentrum führen kann. Und jetzt von Laufen auf Liestal oder auch an die Universität in Basel, wo wir auch Nacht mit zusammenarbeiten, ist das eine deutlich und also eine klar vertretbare Distanz. Konzentration und Spezialisierung sind das Gebot der Stunde. Was passiert, wenn dieser Umbruch konsequent weitergedacht wird? Heute stehen über 200 Spitäler und Kliniken in der Schweiz. Fast nirgends auf der Welt ist die Spitaldichte so hoch. Doch wie viele Spitäler braucht es wirklich? Spezialisten der Beratungsfirma PwC haben ein Szenario berechnet. Die haben wir uns mit einem umfangreichen Modell, das mit Daten unterlegt ist, von allen Schweizer stationären Fällen, also jeder Patient, der mal übernachtet ist, ist natürlich voll anonym, in dieser Datenbank gewesen, haben wir das wie simuliert, wo müssten die Spitäler sein. Und die sind durchaus zum Teil so an Standorten, wo es vielleicht guten Autobahnzugang hat, guten Bahnhof hat, aber heutzutage vielleicht gar kein Spital ist. Und so haben wir einfach das Modell gefragt, quasi, wie viele Spitäler braucht es, bis ich eine gute Versorgung habe. Und dann war das die Zahl, die rausgekommen ist. Das Resultat? Statt über 200 wären nur noch 50 Spitäler nötig. So würden immer noch 90% der Schweizer Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten ein Spital erreichen. Man spart Milliarden an Investitionen in Neubauten. Die medizinische Qualität wird tendenziell besser, weil wir in diesen Zentren das medizinische Fachpersonal bündeln können. Und es spart auch Geld im laufenden Betrieb, weil die Infrastruktur, die wir hier haben, die rund 50 oder wie auch immer Spitäler, die sind besser ausgelastet und nachts, Wochenende, als jetzt die Vielzahl von Spitälern, die wir heute haben. Das Kantonsparlament hat die Schließung der Spitäler definitiv beschlossen. Die Rheintaler haben den Entscheid akzeptiert, ohne das Referendum zu ergreifen. Ich stelle fest, dass man immer mehr betriebswirtschaftliche Kennzahlen herzieht, um politische Entscheide zu fällen. Und das war hier auch der Fall. Man hat es rein betriebswirtschaftlich angeschaut. Und dort hoffe ich mir natürlich schon, dass da wieder eine gewisse Trendumkehr gibt. Weil sonst werden immer die grossen Zentren gewinnen, weil dort die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen einfach normalerweise besser ausfallen. Ja, Gefahr ist, dass die Städte immer stärker werden, dass das Land letztlich unattraktiver wird. Dass es dann einfach noch so ist, da kann man schlafen in schöner Natur und man kann noch gut spazieren. Aber wir brauchen selbstverständlich auch ein gewisses Angebot in den ländlichen Regionen. Und das Angebot, das müssen wir aufrechterhalten, sonst verlieren wir Attraktivität. Da gehört ein Spital dazu? Nach meinem Dafürhalten gehört ein Spital dazu, in einer Region wie zum St. Galler Rheintal mit über 70'000 Einwohnern.
Altstetten hat den Wettkampf der Spitäler verloren. Weiter oben im Rheintal wird zur gleichen Zeit gefeiert. Das Spital Grabs bleibt bestehen und wurde bereits ausgebaut. Der erste Patient wird in den Neubau verlegt, begleitet von den lokalen Medien. Der Spitaldirektor begrüßt den Patienten persönlich. Herr Frey, herzlich willkommen. Erster Patient im neuen Spital. Im Namen von der Geschäftsleitung heiße Sie ganz herzlich willkommen, Herr Frey, bei uns. Und wir führen Sie rein. Die Spitalbetreiber wollen das Bild vermitteln, die neue Spitalstrategie sei keine reine Abbaumaßnahme. Es werde investiert in Spitäler der Zukunft. Ich tue Ihnen die Blumen gerade in die Vase rein, die steht auch schon bereit. Wir haben maximal noch 2er Zimmer. Vorher haben wir auch Mehrbettzimmer natürlich gehabt. Aus Mitarbeitersicht haben wir natürlich hier im Neubau die Voraussetzungen geschaffen, dass wir wirklich optimale, gute Prozesse haben, dass wir gute Stationsgrößen haben, um wirklich unsere Patientinnen und Patienten qualitativ gut können behandeln und betreuen. Aber auch natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass Prozesse so abgestimmt sind, dass man das auch zu vernünftigen Kosten machen kann. Die Spitallandschaft im Umbruch. Spitäler wollen Kosten sparen, zeitgemäße Zimmer bieten und bessere Qualität. Doch nicht jedes Spital wird diesen Wettkampf überleben. In Laufen endet die knapp 150-jährige Spitalgeschichte. Das Kantonsspital Basel-Land hat an seinen 3 Standorten in den letzten Jahren über 100 Stellen abgebaut. Spitaldirektor Norbert Schnitzler am Umzugstag im September 2020 im leeren Spital. Gähnende Leere. Hat man es jetzt wirklich müssen schliessen, das Spital? Es ist ja eigentlich alles da, um es weiter betreiben. Man kann alles irgendwie erzwingen. Also man könnte es auch erzwingen, dass man hier das noch aufrechterhalten. Aber dann muss man wirklich sagen, dann müsste man zum Kanton gehen und sagen, aus regionalpolitischen Gründen wird der Kanton das hier aufrechterhalten. Und dann ist das Millionendefizit, das wir jedes Jahr mit dem Spital hatten, ist dann einfach auf der Rechnung vom Kanton. Das heißt am Schluss auf der Rechnung von jedem Steuerzahler. Die letzte Patientin muss Abschied nehmen vom Spital Laufen. Also. Es wäre so weit, gell? Ja, ich bin fast so ungeduldig. Scheiter, ja, glaub ich's. Ja, Herr Straumann, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ja. Ich habe Sorge. Also, dann würden wir gehen, hä? Gut. Danke. Los, jetzt kommt vielleicht eins mit von euch. So, wir sind jetzt die letzte Rausenfahrt. Ja, wir sind ja da. Jawohl. Oh, letzte Mal im Lift. Alles ist das letzte Mal. Auszug aus Ägypten. Lucy Straumann wird sich im Bruder-Holz-Spital weiter von ihrer Fraktur erholen. Ist das für Sie die letzte Patientin? Leider. Ich möchte das noch mehr geben. Also nicht, dass ich Patienten wünsche, aber für Laufen tut es mir leid. Die Mitarbeitenden werden sich am anderen Standort um die Patientinnen und Patienten kümmern. Dann sehen wir uns wieder im Bruder Holz. Gut so. Gute Fahrt. Danke. Also, ich sage euch schon mal Adieu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja, am Donnerstag spätestens. He?
Macht's gut, he? Danke. Hi. Einfach zu wissen, jetzt ist fertig mit dem Spital. Das ist eigentlich nicht der Patient selber, die sehen ja wieder. Einfach zu wissen, dass es das letzte Mal war, dass hier jemand stationär gelegen ist. Was macht das mit Ihnen? Ja, ein bisschen nachdenklich. Auch für die Zukunft, für die Leute. Gell, Mädels? Ja. Und auch sie sind traurig, gell? Ja. Aber es ist jetzt so.